Wir hatten eine Eingangsleistung von gerade mal 312 PS und 496 Newtonmetern. Wir haben hier die Ölspritzdüsen für die Kolbenbodenkühlung. Wir haben hier einen BorgWarner Lader, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist der EFR. Das Highlight, ein X47R Turbolader. Ja, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute starten wir den Tag mit einem Focus RS MK3. Dieses Fahrzeug hat hier lediglich nur die EvoX Auspuffanlage gekriegt, hatte schon Luftfilter drin. Wir haben jetzt auf Kundenwunsch noch eine Leistungssteigerung vorgenommen und der Wagen war richtig müde, der hatte gar keinen Bock. Schaut es euch an, wir hatten eine Eingangsleistung von gerade mal 312 PS und 496 Newtonmetern. Leistungsverlauf nun gut. Ich vermag das jetzt einfach mal gar nicht großartig zu bewerten. Wir haben jetzt hier eine Leistung erzielt von 411 PS und hier seht ihr die Drehmedien. Ich habe hier noch mal ein paar Feineinstellungen vorgenommen, weil das war mir hier einen Tacken zu hoch mit 550. Und dann sind wir jetzt so bei 530 Newtonmeter. Die hat er jetzt bis hinten schön durch. 411 PS. Also überrascht mich ein bisschen. Die Kiste steht richtig gut im Futter. Da sieht man auch mal, was der gute Kraftstoff ausmacht. Der gute Mann tankt 102 und der Motor scheint auch echt doch wirklich guten Schuss zu sein. Der hatte einfach nur, ja, softwarebedingt einfach keine Lust. Das war ein sehr alter Datenstand. Ja, ist schon irgendwie geil, ne? Man muss sich mal überlegen, das ist in der Spitze 99 PS mehr. Von 312 auf 411. Ja. Und jetzt hat sich ja doch alles zum Guten gewendet. Ich glaube, der wird sehr zufrieden sein. Hier sind wir beim nächsten Fahrzeug. Das ist ein Focus ST MK3 2 Liter. Kennt ihr ja sicherlich. Und mit folgender Kundenbeanstandung. Der hat sich gemeldet und sagte, meine Motorkontrolle ich das öfter mal an. Der Wagen läuft komisch. Ein bisschen Probleme hier, ein bisschen Probleme da. Alles klar, ist er vorbeigekommen. Bin mit meinem Laptop nach draußen gegangen, habe das Fahrzeug ausgelesen, habe ein paar Daten mitlaufen lassen und im Standgas hatte das Fahrzeug tatsächlich einen Lambda-Wert von 9,7 und normal sind 14,7. Das heißt, natürlich war die Motorkontrolle nicht zu Unrecht an, was sie meistens auch nicht ist. Ja, und jetzt hatten wir das Problem, Wagen lief im Standgas zu fett, wenn du ein bisschen Gas gegeben hast, ging er so auf 10, 11, naja. Und er war ein bisschen klapprig, habe ich mir gedacht, ob da wohl wirklich genug Öl drin ist, weil die Nockenwellenversteller, das kann mal sein, wenn die nicht laufen, dann läuft der Wagen natürlich fett, weil die Füllung abnimmt. Und die Einspritzung hat die ganze Zeit versucht, noch Sprit rauszunehmen, also das Steuergerät hat versucht, Sprit rauszunehmen. Bei 25, 28% sowas hat er dann aufgehört, weil er gemerkt hat, oh, da geht nichts. Tja, Fehler war nicht im Steuergerät hinterlegt, dass die Nockenwellenposition nicht passen würde. So, das hatte er mir im Nachgang mal erzählt, dass er das schon mal hatte. Und dann haben wir das Auto erstmal reingefahren, haben nach Öl geguckt, jo, alles klar, Peilstab trocken, haben dann so, wie viel waren es, 4,2 Liter, glaube ich, nachgekippt. Und siehe da, das Fahrzeug hatte wieder Lambda-Wert 14,7 im Standgas. Der Punkt ist aber, es kann ja nun mal nicht sein, dass innerhalb, weil er sagte mir, vor 2000 Kilometern ungefähr hat er Öl nachgeguckt, dass in 2000 Kilometern über 4 Liter Öl fehlen. Schwierige Geschichte. Und das Fahrzeug ist leistungsgesteigert. Am Motor hat niemand gewusst oder wusste, dass irgendwas irgendwann mal an diesem Motor gemacht wurde. Ja. Er war auch vorher mit dem Problem in sich Werkstätten und naja, irgendwie scheinbar ist das schwierig, den Ölstand an so einem Auto abzulesen. Jetzt nicht bezogen auf den Kunden, sondern wenn man in Werkstätten ist, dann möchte man das eigentlich erledigt wissen. Naja, dann kann man natürlich, habe ich ihm gesagt, pass auf, irgendwie glaube ich, dass mit dem Motor was definitiv nicht so richtig stimmt. Dann sagt er, ja gut, alles klar, baut's bitte auseinander, guckt mal nach. Ja. Leo hat dann jetzt gerade mit Vollmelan die Ölwanne darunter weggebaut und hat dann festgestellt, oha, da liegt Scheiße drin. Das ist aber jetzt aber ein Problem. Ey, das habe ich noch nicht, also das ist schon, ich muss ein bisschen lachen, weil das ist schon krass. Wir haben hier die Ölspritzdüsen für die Kolbenbodenkühlung. So, zwei Stück, also zwei sind noch da. Oder die sind halt noch an ihrer Position und zwei sind abgebrochen. Die brechen ab und da gibt es halt Indizien für. Meistens ist es so, dass wenn zum Beispiel Schmiedekolben verbaut werden und es nicht geprüft wird, ob diese Düsen von ihrem Winkel und ihrer gesamten Ausrichtung überhaupt passen, dass der Kolben diese Düsen immer wieder berührt oder immer wieder antickert und dann entsteht natürlich eine Schwingung und dann brechen die ab. Oder aber es wird so doll, dass sie sofort abbrechen. Das zweite Indiz war, dass hier schon mal jemand dran war. Am Ölsaugrohr verwendet Ford serienmäßig kein Dichtmittel. Das wurde hier aber gemacht. Also dieser Dichtring kostet 4 Euro. So viel dazu. Tja, da haben wir uns natürlich gedacht, na, gucken wir mal. Einmal die Lampe nach oben und siehe da, Schmiedekolben drin.
Wo soll er da weiterlaufen? Das Ding ist fertig. Also so viel Öl gefressen, der ist ohne, quasi fast ohne Öl gefahren, so weit zumindest, dass die Nockenwellenversteller schon nicht mehr laufen. Im Kopf sind die ganzen Lager eingelaufen, dann haben wir die Plollager natürlich, ein Ploll haben wir mal aufgemacht. Das Zylinder 3, da haben wir auch einen leichten Klopfschaden und Schmierungsmangel. Ne? Ja, also man kann jetzt davon ausgehen und da, ich werde ihn noch fragen, ob wir noch einen Kopf runternehmen sollen und den Kolben ziehen einmal messen. Man kann aber davon ausgehen, dass hier horrendes Kolbenspiel vorhanden ist und dass er dadurch auch das Öl so massiv verbrannt hat. So der Stand, den wir jetzt haben, ist, dass in der ganzen Zeit der Ölstand eigentlich nie korrekt gewesen sein kann, weil immer wieder diese Fehler ja auftraten in kürzeren Abständen, sprich Motorkontrollleuchte. Er war ja nur mal in ein paar Werkstätten. Es war immer der gleiche Fehler, Lambda-Sonde, Bank 1 zu fett, Lambda-Sonde hängt und so weiter. Dann noch das mit der Nockenwellenposition. Also kann davon ausgegangen werden, dass die ganze Zeit über hier ein massives Ölproblem vorhanden war, dass nicht genug Öl auf dem Motor war, weil wenn diese Fehler nun mal erst auftauchen durch die Nockenwellenverstellung, wenn die kein Öl kriegt und man davon jetzt 3-4 Mal in der Vergangenheit das Problem hatte, dann war auch 3-4 Mal viel zu wenig Öl drauf. Für euch nochmal, dass wir einmal gucken können, das ist schwierig auf Kamera zu kriegen, weil das Ganze natürlich von unten jetzt sehr verbaut ist. Leo kann nur versuchen, in Zylinder 3 mal reinzufüllen. Da seht ihr da unten, dass die Kante auf jeden Fall, dass es glatt ist. So, da sieht man es. Es ist halt jetzt sehr schwer raus auf die Kamera zu bekommen. Was man halt sieht, ist, dass die Kolben von unten einmal geschliffen sind. So, und auch die Bohrung etc. Wir erkennen schon den Unterschied zwischen Serien- und Schmiedekolben, will ich mal behaupten. Und ist auf jeden Fall interessant. Der Kunde wusste nichts davon, dass der Motor mal auseinander war. Es existiert einfach gar keine Rechnung dazu, soweit ich das weiß. Und weil das Fahrzeug irgendwie zweimal verkauft wurde. Ja, und jetzt stehen wir hier. Keiner weiß, wer es war. Keiner weiß, ob noch eine Gewährleistung besteht oder sonst was. Ist jetzt halt schwierig. Ich werde das mal mit ihm durchquatschen und dann sehen wir weiter. So, wir sind jetzt hier bei unserem Projekt, was ihr aus dem Vlog Nummer irgendwas kennt. Keine Ahnung, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Luca sucht das gleich raus. Und zwar ist das der Umbau, der so circa 600 PS erreichen möchte, ganz gerne. Und auch mal auf der Rennstrecke betrieben wird. Ja, wir haben jetzt hier das Auto ein bisschen frei gemacht. Also Wasserkühler, Klimakondensator, das ist alles erstmal einmal raus. Der Motor mit Trümmer etc. hängt nur einmal drin, um zu gucken, wie alles passt. Da werden noch ein paar Sachen geändert. Den holen wir gleich auch nochmal raus, um euch das zu zeigen. Wir können einmal dahinter gehen. Die Wahl, die wir jetzt hier getroffen haben bezüglich des Turboladers, haben wir einen EFR-Lader genommen. Wie ihr sehen könnt, mit einem dazugehörigen etwas kleineren Abgasgehäuse wegen dem Ansprechverhalten. Wir wollen das Ganze jetzt so mal ausprobieren. Wir hatten den rausgesucht wegen dem relativ breiten Verdichterkennfeld, was Leistung angeht, was man damit fahren kann. Das war sehr ansprechend, sage ich jetzt einfach mal. Das war schon zutreffend, ne? Sagt man einfach mal so. Jetzt haben wir den Lader mit Krümmer etc. hier erstmal am Motor verbaut, mit dem Rücklauf direkt in die Ölwanne. Oben der normale wird verschlossen, weil das alles relativ ungünstig war durch die Position des Laders und so weiter. Mit dem großen Verdichtergehäuse ist das ein bisschen anders als bei den sonst von uns doch relativ bevorzugten Garrett-Ladern. Hier beim EFR ist es immer so, dass die Verdichtergehäuse oder der Lader an sich selber sehr, sehr groß baut und die Platzverhältnisse sind nicht so optimal. Deswegen muss hier erstmal mit dem Abgasgehäuse was gemacht werden, dass du wieder auf ein externes Wastegate gehst, ne, ab einer gewissen Größe. So, und mit dem Verdichtergehäuse muss man halt aufpassen bezüglich der ganzen Leitungen, hier Kraftstoff, Bremsleitung und so weiter. Das wird nachher alles noch isoliert, dann wird für ausreichend Platz gesorgt. Dann hat der Kunde noch spezielle Antriebswellen sich bauen lassen. Die finde ich sehr interessant, da wollen wir dann auch mal schauen, wie die so sind und vor allen Dingen, ob das alles so ins Auto reinpasst, weil das jetzt tatsächlich ist Prototyp, kann man sagen. Hat er bauen lassen bei einer anderen Firma, aber sehen von der Qualität her echt gut aus. Wir haben nur so ein bisschen Bammel noch mit dem Winkel, da komme ich gleich zu. Da wollen wir schauen, ob das passt. Ja, und dann holen wir den Motor jetzt nochmal raus, dann könnt ihr euch das alles nochmal ein bisschen genauer angucken. Motor ist draußen, ich habe mir einen Kaffee geholt, oder Jan hat mir einen Kaffee geholt, vielen Dank dafür im Übrigen. So, zur Sache. Wir haben hier einen Borgwarner Lader, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist der EFR. Da sieht man, dass der gesamte Aufbau des Eintrittskanals etc. nochmal ganz anders ist zum Garrett. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Weiterer Vorteil ist, dass die Lader hier schon Umlaufventil drin haben. Schön ist natürlich, es gibt gleich ein Taktventil mit dabei, das N75.
für die Regelung. Krümmermäßig ist es halt typischer 5-Zylinder-Rohrkrümmer natürlich. Haben wir einen Vorbahnanschluss fürs Abgasgehäuse, weil das deutlich, deutlich standfester ist. Also wenn man die T3-Anbindung nimmt zum Beispiel, so als Beispiel jetzt, sind es M8-Bolzen. Die sind nicht ganz so toll, was Temperatur etc. und die ganzen Ausdehnungen und Vibrationen, Hebelwirkungen etc., die auf dem Flansch stattfinden, sind die nicht so gut, das Ganze zu verarbeiten. Dementsprechend löst sich das sehr schnell. Dann hat man immer wieder das Problem mit der Dichtung, die zwischen dem Turbolader Krümmer und dem Turbolader und dem Krümmer undicht wird. T4 ist okay, ne? Das ist M10-Verschraubung, da kann man auch spezielle, also kann man gute Bolzen verwenden etc. Ich zum Beispiel fahre T4, habe keine Probleme damit, wollten wir hier aber nicht machen, aufgrund der kompakteren Bauweise. Bei mir ist das Ganze ein bisschen enger, sagen wir es mal so. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt gesehen, fürs Verdichtergehäuse müssen wir an der Spritzwand müssen wir ein paar Teile noch mehr isolieren, ein paar Sachen ein bisschen versetzen. Wie euch hier aufgefallen ist, haben wir hier am Krümmer das 6. Rohr, das ist fürs Wastegate. Da ist auf der Strecke hier nochmal ein Kompensator dazwischen, damit die Schwingungen nicht so übertragen werden, damit das Ganze ein bisschen arbeiten kann. Ja, dann baut Jan nachher eine Downpipe dafür und dann wird ein Hitzeblech gebaut. Ja, das war's eigentlich, ne? Mit Wasserleitung und so brauche ich, glaube ich, nicht viel erklären. Ich bin echt gespannt auf die Ergebnisse. Einspritzdüsen werden wir doch relativ große Wasserhähne fahren mit einem Return-System. Und wie gesagt, angestrebt sind so 600, 650 vielleicht. Wollen wir mal schauen, das soll auf jeden Fall mit dem Lader möglich sein. Ich gehe davon aus, dass er das schafft, weil die Angaben von BorgWarner ja doch sehr präzise sind, was die Turbos angeht. Das Abgasgehäuse, da hängt es eigentlich jetzt dran, was den Durchsatz betrifft und den Gegendruck etc. Ob das so passt, wir werden eine Temperatursonde noch verbauen und dann werden wir sehen, ab wann Schluss ist. Und da bin ich echt drauf gespannt. Jetzt haben wir noch die Antriebswellen. Da wollte ich auch nochmal Bezug drauf nehmen. So, und was ich vorhin meinte mit dem Winkel, ist folgendes. Hier seht ihr ja, das ist eine ganz andere Manschettenkonstruktion. Also wir haben hier die Köpfe und hier drin ist nur die Manschette und du hast ja einen gewissen Lenkwinkel. Und auch wenn das Fahrwerk eintaucht oder ausfedert, sind hier auch natürlich Arbeitswinkel, die nötig sind. Ne? So ist halt ein bisschen schwierig. Wenn du das Gelenk ein bisschen rausziehst, ist es ein bisschen mehr. Aber wir werden sehen. Also das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe an diese Wellen. Ansonsten sind die sehr gut gefertigt. Ne? Super Material. Das Einzige, was halt nötig war, die alten Köpfe mussten dafür geschlachtet werden, weil das hinten aufgeschweißt ist. Ja, wir werden sehen, ob das alles so funktioniert. Ich bin sehr gespannt, bin ich ganz ehrlich. Ja, und dann würde ich sagen, geht das nur an den Einbau. Ne? Motortechnisch ist jetzt hier Folgendes gemacht. Wir haben einen CNC-bearbeiteten Zylinderkopf von NG. Wir haben Stage 2 Nockenwellen, andere Ventilfedern. Wir haben Vesico-Kolben, wir haben andere Pleuel, die Vesico-Kolben sind natürlich beschichtet, gestifteten Block, andere Lager, bearbeitete Kurbelwelle, Ölpumpe haben wir natürlich unsere große eingebaut und das war's final. Also was noch dran ist, ist natürlich unser Dash 12 Ölkühler, der ist jetzt mit einem integrierten Thermostat, das heißt wir brauchen keinen Thermostat mehr extern verschrauben, macht das Ganze etwas einfacher. Und brauchst du noch zwei Leitungen, noch zusätzlichen Kühler, fertig, ist das Ganze erledigt. Gut, ja, dann geht es jetzt für uns daran, alles weiter vorzubereiten und das dann einzubauen. Ja, jetzt haben wir hier einen Ford Fiesta ST MK8 Dreizylinder. Hatten wir im vorletzten Video, glaube ich, schon mal mit der Stage 1. Hier haben wir jetzt Folgendes gemacht, haben einen AirTag Ladeluftkühler mit Gutachten eingebaut und eine Miltec Auspuffanlage mit ECE. Und dann wollte der Kunde natürlich noch eine Optimierung. Das haben wir gemacht. Ich wollte euch ein bisschen was zeigen, bevor wir jetzt in den nächsten Step gehen. Weil eine Map habe ich noch. Wir hatten eine Eingangsmessung hier von 200 PS, schön hier oben. Und 328 Newtonmeter hier, wirklich wie auf einer Linie. Sieht man, wie schön das Steuergerät arbeitet. Die erste Map, die wir geflasht hatten, hatte dann diese graue und blaue Linie, ne, von der Leistung her. Und die pinke vom Drehmoment her. So, und dann haben wir gesagt, das geht noch, weil hier konnte ich mit der Zündung, habe ich dann ab da noch ein paar Grad angezogen. Und dann sieht man hier schön an der türkisen Linie, da war noch ein bisschen mehr Potenzial. Da waren wir dann bei 227 PS, 394 Newtonmeter. Und jetzt machen wir die nächste Map gleich drauf und messen dann das Endergebnis. Von der Eingangsleistung war er etwas schwächer als der letzte, den wir hatten. Ich glaube, von links her hatte 200, wie viel, Leo? 207. Ja, ganz knapp drüber, irgendwie 205 sowas, ne? Rum. Ja.
Ja, das ist jetzt Erbsenzählen so ein bisschen, ne? Aber jetzt wollen wir mal gucken, was die letzte Map dann so bringt. Und dann ist der Wagen fertig. Willkommen zum finalen Ergebnis. Den Prüfstandslauf habt ihr gerade gehört. Ich hoffe, die Miltech hat euch ein bisschen gefallen. Ich finde das schon sehr geil für den Motor, was da für ein Klangbild entstehen kann mit offener Klappe, war es jetzt gerade im Sportmodus. Ein bisschen Pops und Banks dabei. Ist schon ganz cool. Und wir haben jetzt hier 230,45 PS und 402 Newtonmeter. Und damit schicken wir den Kunden jetzt nach Hause. Ich glaube, der wird sehr glücklich sein. Er hat eine weite Fahrt vor sich, also ich wünsche ihm viel Spaß. Wenn ich mich jetzt richtig entsinne, sind wir am Ende des Videos angekommen und wir verabschieden uns heute bei euch mit einem Focus 1,6 Liter. Zeig mal das Auto. So, jetzt werden sich viele fragen, was ist denn hier dran so besonders? Ganz einfach, dieses Auto hat eigentlich vollständiges Setup, Abgasanlage ab Turbo, Ladeluftkühler, Ansaugung und das Highlight, ein X47R Turbolader. Den haben wir heute eingebaut und ich bin jetzt gerade die ganze Zeit am Abstimmen. Ich bin jetzt bei Softwareversion Nummer 15 oder so, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, das ist nicht. Focus ist noch ein bisschen was anderes als Fiesta, ist das gleiche Steuergerät. Hexdump ist ähnlich, aber du musst die ganzen Kennfelder suchen und ein paar Begrenzer und lalala. Ich will das nicht zu tiefgründig bearbeiten, aber wir haben jetzt die ganzen Leistungsergebnisse mal hier stehen, bevor das gleich weg ist, weil ich wollte jetzt einmal sauber rausfahren. Ich habe jetzt die letzte Version geschrieben. Möglich war hier tatsächlich 300, was haben wir? Eben gucken. 304 PS. 304 PS. Total geil. Aber wir nehmen ein bisschen was raus, weil die Auspuffanlage, die ist sowas von am Kotzen. Die, ja, will nicht. Du hörst nur noch Sturm hinten raus, es wird ein bisschen warm vorne, deswegen gehen wir jetzt ein bisschen runter von der Leistung her. Und ich finde aber von 150 PS war hier die Basis. Mal eben das Doppelte ist schon ordentlich. So, und da wir jetzt dann so, ich peile mal an, so 280, so 280 PS. Das ist dann ganz in Ordnung und so roundabout, höchstes Drehmoment, was wir jetzt hier hatten, waren 375 Newtonmeter. Das Getriebe beim Focus ein bisschen länger als beim Fiesta, werden uns da so einpendeln, so 370, 380 Newtonmeter ungefähr und dann ist er gleich fertig. Ich denke mal, der Kunde wird sich mega freuen, wenn er den Wagen abholt. Ich bin wirklich gespannt. War jetzt ein bisschen Arbeit, natürlich viel Schreiberei von der Software her, weil den habe ich zum ersten Mal mit einem X47 gemacht. Die normalen 1.6er gehen immer so 220, 240, 250, so den Dreh. Und 250 ist dann aber auch schon wirklich ganz, ganz hart an der Grenze, weil da muss wirklich viel, viel Setup drin sein. Ja, dann werden wir uns jetzt in den Feierabend verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Restabendtag, wie auch immer, wann ihr das Video auch schauen mögt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr uns ein Abo dalasst, ein Like und die Glocke aktivieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal sofort. Bis dann, Leute. Ciao.